So, wir sehen ja Spieler rein. R gegen Spieler L. Mächtig, mächtig. Wir haben hier Chillik, Ambro und Sebi gegen Break und Scorpion. Und es geht ja einfach direkt rein. Auf PS2, klassische Starter. Das geht ja auch direkt zur Sache. Einfach, es wird sich hart geprüft. Ja, oh, Scorpion! Oh, da, oh. Ja, oh, den links den Spike, passt von der Stage runter. Ja. Alles hier ist halt ein Smash. Man weiß, man will den Gegner aus dem Bildschirm rausschmeißen. Und Scorpion wäre da fast gerade auf dem Boden gewesen. Und bei Dubs ist es immer so, entweder es ist komplettes Chaos. Wie, oh, Break, okay. Oder es ist ein, so ein 1 gegen 1 zweimal. Ja. So, siehst du, so wie es gerade war. Jetzt gerade die Aufteilung quasi auf beiden Stages so ein bisschen links-rechts. Genau. Und am besten ist es halt, wenn du auch deinen Teammates so ein bisschen im Blick hast, aber das ist halt echt, das ist echt krass. Aber die Combo, okay. Jetzt sehe, wie siehst du links wieder, Scorpion auf Stage. Okay. Ja, fällt, aber kann sich noch retten gerade so. Okay. Oh, aber die Spring. Aber die ganze Zeit. Oh, aber Sebi! Sebi! Hast du gesehen? Er hat ihn mit runtergezogen. Ja, ja, ja. Ike's Abi. Jetzt Sebi nur noch einen Stock. Das ist ganz kritisch. Scheiße, okay, muss Game auf jeden Fall aufpassen. Ja. Okay, aber da macht Sebi den Ausgleich, ne? Hier ist dann von beiden Seiten jetzt. Mein Ambro hier auch schon gut mit der Leiste gefüllt. Je mehr Prozente man hier hat, desto schneller fliegt man ja runter. Genau das. Genau das. Ist ganz wichtig, immer darauf zu achten. Hier jetzt auch direkt. Sebi nochmal runter. Sieht so aus? Na, hat ja, noch Sebi ist gerade. Jetzt ja. Ah, okay, Scorpion warte. Scorpion ist jetzt. Genau. Okay, perfekt, genau. Super. Dann habe ich das. Ja, aber Ambro, man sieht, er ist gerade der Stock-Tank. Also er behält die Stocks. Ja. Und Sebi holt vielleicht gerade die Stocks. Also sieht gut aus für die gerade. Am Anfang, Sebi wurde irgendwie geklappt. Aber jetzt? Jetzt sieht es gut aus. Da sieht er natürlich wieder Doubles. Es geht einfach alles ab. Es passiert so viel auf einmal. Ja. So Pac-Man mit seinem Hydranten, mit seinen Früchten, mit seinem Pac-Man-Stuff. Ja. Der macht halt viel, okay. Da musst du aufpassen. Oh! Sebi! Sebi! Das ist gerade ein Macher. Ja, kriegt hier super viel raus. Ambro auch weiterhin am Tanken, einfach die ganze Zeit. Hält einfach möglichst lange durch. Währenddessen hier Break auf jeden Fall auch schon wieder auf den 100%. Das heißt, da wird es langsam kritisch. Und wenn Break muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht stirbt. Ja. Wenn er jetzt stirbt, ist Scorpion alleine und das bin ich. Das ist so alleine krass. Im 1 gegen 2 ist sehr, sehr kritisch. Boah! Sebi hätte gerade wieder Breaks Ehre genommen fast. Also, das sieht echt gut aus für Team Blau, auch wenn es am Anfang echt gar nicht so krass aussah. Oh nein, jetzt kommt wieder die Spring. Oh, und Break ist tot! Ja. Aber Ambro auch seinen ersten Stock jetzt verloren. Sebi hier natürlich auch jetzt mit High Percentage. Auf jeden Fall. Aber das Wichtige in Doubles ist, wir sehen, Sebi links hat nur noch einen Stock. Ja. Aber wenn er den verliert, kann er immer noch den zweiten von Ambro nehmen. Ah, okay. Also das ist gar nicht so gut. Das Scorpion ist halt echt kacke gerade, das muss man ja leider sagen. Also wenn er das auch holt, dann ist er irgendwie bester Spieler von Schleswig-Holstein. Ja. Aber, ey, who knows? Es kann alles passieren. Ambro oben mit den Erdnüssen. Haben wir Snapchatting? Die haben das, die haben das. Ja. Das haben die locker schon geübt. Da wird jetzt einfach nur noch gemobbt. Oh, obwohl, okay, Scorpion. Okay, wo die Melone hin sollte, weiß ich nicht, aber... Ja, haben die. Da ist der Finish. Das ist kritisch. Das ist einmal kritisch, wenn man da alleine ist. Ja, also 1 gegen 2 machst du ja nichts mehr. Da kommen so viele Sachen auf zugeflogen. Man kann das so gut abpassen, wo man quasi steht. Wenn man von unten kommt, da hat man ja nur einen gewissen Range, wo man wieder auf die Stage raufkommen kann. Und das kannst du mit zwei Personen natürlich viel besser abhalten. Covern, wo man wieder hochkommen kann. Und dann ist schwierig, da wieder einen Fuß zu fassen. Auf jeden Fall. Man ist einfach überfordert, wenn man 2 gegen 1 tut. Man ist ja schon überfordert, wenn man einen guten Spieler spielen muss. Und wir haben es ja gesehen, Ambro war der Stock-Tank. Also er hat einfach die ganze Zeit Break aufgehalten, einfach mit ihm, dass er nichts von ihm ziehen konnte. Und währenddessen hat Sebi einfach Scorpion einfach gefetzt. Ja, also das war echt sehr, sehr stark. Und man hat gesehen, am Anfang ist ja Sebi die hat zweimal rausgeflogen und konnte sich noch trotzdem echt noch gut halten. Ne? Das war schon sehr impressive. Ja, und auch keine Charaktere gewechselt. Ne? Die bleiben aber dabei. Bleiben einfach dabei. Ich meine, am Anfang hat es ja funktioniert hier für Gelb, Gelb quasi jetzt, ist einfach zu unterscheiden. Also eventuell, wenn man die Strategie weiterhin verfolgen kann, dann kann das ja auch in die ganz andere Richtung gehen. Aber Break ist gar nicht gut, Break ist gar nicht gut! Oh mein Gott. Und ein Jump verloren, er ist tot. Er ist schon tot! 10 Sekunden, Break ist tot. Er ist weg. Nein! Oh oh. Oh, das ist ja das Kacke, das ist echt die Kacke, wenn der Charakter sich nicht so gut recovern kann. Ja. Und nicht so gut wieder auf die Stage zurückkommen kann. Und das kann Ike halt nicht. Ja. Und da haben die ihn so gedoubled, da konnte er nichts machen. Und Scorpion ist halt an der Ledge. Und oh, Sebi! Was macht Sebi? Okay, ja, er macht nichts. Kann sich noch retten, kann sich hier noch retten. Man sieht hier wieder Ambro, er ist wieder am Chill. So wie der Tag von Sebi. Ja. Er chillt auch mit der Banane, Break, macht nicht viel. Mighty jetzt offset mit dem Gelb. Ganz kacke. Wieder, weit mal wieder runtergeworfen. Komm mal nicht zurück.
Das sieht schon heftig aus. Oh, Shield Break. Oh, Elbow. Aber das Trampolin. Oh, aber der Geist. Was? 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 Ei. Also, was gerade passiert ist, und man kann ja so schilden, dann so eine ja. Blase auf, dann um einen rum hervorkommt. Und wenn die zu oft getroffen wird, dann ist es ein Shield Break, also ist die Blase kaputt. Und dann kann man sich für 10 Sekunden irgendwie nicht bewegen. Dann ist man gestaggert ein bisschen. Genau. So. Wo ist Ambrose? Mach einfach. Break sich wieder, das ist gut, würde ich sagen. Ja. Wird hier noch wieder durchgetreten. Ja, ja. Break. Okay, Sebi macht das gut. Ja. Direkt wieder raus. Oh, aber der Aufsmash, mächtig! Ike! Let's go, Break hat noch nicht aufgegeben. Sieht auch gar nicht so kacke aus gerade, muss man sagen. Ja. Also, der hat 1 Stock hinten, ist 1 Stock. Aber solange wir zu zweit da sind, alles im grünen Bereich. Das ist das Wichtige hier nicht. Einen wieder verlieren. Aber bisher hat man noch 3 übrig. Man sieht aber auch irgendwie diese 1-1-Situation. Also Ambro gegen Scorpion und Break gegen Sebi. Break hat da nicht so Spaß gegen Sonic. Ja. Also kann man auch verstehen, weil es einfach Sonic super schnell ist. Und Ike halt einfach arschlangsam ist. Ja, ja. Wenn Ike nicht dazu kommt, seine Ability zu channeln, dann ist es schwierig. Aber Sebi hat er geholt mit der Abbie. Sehr ja. gut. Even gerade. Game natürlich höhere Prozenten. Ausgleich wohl geholt. Aber man hat jetzt beide von der Stage und erstmal. Sebi. Oh. Boah. Okay, hat er im Mittel mit der Nischspiel getroffen. Also mit dem. Oh, aber Break hat er auch geholt. Was hat Sebi denn heute? Was ist denn hier los? Ero. Und jetzt sind wir wieder in der 2 gegen 1. Oh, was ist aber jetzt los? Oh. Okay, ich dachte, Sebi wäre auch tot. Das wäre ja crazy. Ja, gewesen. Dann wäre es wieder ganz ausgeglichen gewesen. Ja. Aber hier jetzt noch in der 2 gegen 1 Situation. Ich meine, wenn er jetzt einen runterkriegt, wäre das schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was da gerade eben passiert ist unten rechts. Also ich bin Ambro und Sebi beide eingeschlafen in ihrem Controller. Keine Ahnung. Wir dachten, wir hätten gewonnen, aber Scorpion ist noch da. Und es ist auch gar nicht so kacke gerade, muss man sagen. Weil wenn er einen Zock von mir holt, wie du meintest, ist er wieder komplett im Game. Wie Ambro gerade alles hat ihn. Oh! Weißt, wenn Pac-Man sich retten will, dann macht er so ein Trampolin unter sich und dann kann er auch den Gegner halt rausspringen. Und das hat gerade irgendwo gerettet. Hier immer diese blaue Das ist natürlich kritisch. Aber Scorpion kämpft hier auf jeden Fall. Er muss hier irgendwie Held von Hamburg gerade spielen. Weil das sieht gerade kritisch aus. Nee, aber Scorpion? Kriegt jetzt rein. Und Ambro, die wissen gerade nicht, wie sie ihn treffen können. Ah, nevermind. genau in dem Moment. So, jetzt wieder Ledge-Trapping an der Kante. Können die ihn am besten halten? Oh, ach, Smash killt aber. Ah, okay, ganz knapp. Fliegt. Ganz knapp. Ja. Ja, 2-0 gewinnt Team Blau, Sebi und Ambro. Sah aber knapp aus, ne? Jetzt so ein das zweite Match am Ende noch. Noch sehr viel rausgeholt auf jeden Fall.